Kemba Walker ist in den aktuellen NBA Playoffs in atemberaubender Form. Seine 22 Punkte pro Spiel stechen wahrscheinlich nicht unbedingt raus, aber schaut man sich die Celtics-Spiele gegen Philly und Toronto mal etwas genauer an, wird schnell klar, wie wichtig der 30-Jährige für sein Team ist. 63% True-Shooting und ein 126er Offensive Rating sind astronomisch hohe Werte, dazu kommen Clutch-Plays nicht nur gegen die Sixers, sondern auch gegen die Raptors. Heute schauen wir uns mal etwas genauer an, wie diese Effizienz zustande kommt, wie er spielt und warum er überhaupt so gut ist. Die Grundprinzipien der Celtics Offense sind viele Screens, vor allem Ballscreens und Spacing. Kemba dominiert in diesen Playoffs in Ballscreen Actions, kommt auf fast 1,2 Punkte pro Angriff und liegt damit in der 87er Percentile. Er hat vielleicht nicht die außergewöhnlichen Fähigkeiten eines Damian Lillard als Pull-Up-Schützen oder diese Range, aber wer hat die schon? Ihr Spielstil in Drop-Coverages ähnelt sich aber, weil Kemba ähnlich schnell in seinen Wurf gehen kann und sich bei diesen Würfen direkt nach dem Screen ähnlich wohlfühlt. Und, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, Walker ist wahrscheinlich der bessere Werfer aus der Mitteldistanz. In den Playoffs verwandelt er bisher 62% aus der Midrange, haltet euch fest, 100er Percentile. Eine Sache, die ich bei Kemba schon immer beeindruckend fand, ist, wie tief er den Ball dribbeln kann. Hier geht er direkt in den Floater, von denen bisher in der Postseason auch gefühlt jeder fällt. Boston läuft eine Menge dieser Sideball-Screens auf der linken Seite. Kemba friert Van Vliet hier für eine zehnte Sekunde ein, schirmt ihn dann ab, der Raptors-Guard hat keine Chance, zurück vor ihn zu kommen. Geduldig wartet er bis zum richtigen Moment und trifft. Drop Coverage funktioniert also nicht, auch Ice Coverage funktioniert nicht wirklich, gebt euch mal den schönen Hang Crossover. Kommt der Big auf ihn zu, killt er ihn mit dem schönen In-and-Out-Dribble, Damian Lillard hat ihn also nicht für sich alleine patentiert. Das ist halt nicht mal schlecht verteidigt, wäre er über rechts gegangen, schaut aber auf den linken Fuß, Kemba attackiert den Topfoot des Defenders, Basketball 1x1, Game Over. Sich höher zu postieren hat zwar den Vorteil, Walker einen möglichen Wurf schwerer zu machen, macht einen aber auch anfällig gegen den abrollenden Big, den man zwangsweise hinter sich lässt. Macht man deshalb die Rotation in die Mitte, kickt Kemba raus. Hatcht man ihn, spielt er sofort ab. Oder er macht etwas wie hier zu sehen, wo er kurz zurückgeht und dann den Ball beschützt und dann abspielt. Spulen wir kurz zurück. Jetzt schon zu passen würde nicht viel bringen, er wartet, bis die Entfernung zu Brown größer ist, weil auch damit der Weg, den der Verteidiger zurücklegen muss, größer wird. Dieser kommt ein kleines bisschen zu spät, einfache Punkte für Jaylen Brown. Man kann switchen, aber viel Erfolg mit einem langsameren Weg gegen einen Point Guard wie Kemba Walker. Hier wieder mit einem effektiven In-and-Out-Dribble und dann schaut mal, wie er Ibaka als Shotblocker eliminiert, weil er sich vor ihn drückt. Es gibt nicht wirklich viel, was die Sixers und Raptors bisher ausrichten konnten, wenn der 30-Jährige ein Screen gestellt bekommen hat. Wenig überraschend sah es noch schlechter aus, wenn ihm zwei gestellt wurden. Die Idee dahinter ist einfach. Der erste Ballscreen gibt Kemba einen Vorteil und diesen Vorteil nimmt man, stellt einen zweiten Ballscreen für ihn und dann gibt es wenig, was du als Gegner dagegen noch machen kannst. Hier stellt Jaylen Brown den ersten und die Raptors switchen. Siakam geht raus zum Point Guard, steht aber ungünstig positioniert und zu hoch und ich glaube, er rechnet nicht wirklich noch mit einem zweiten Screen. Der kommt aber, er verliert Kemba und Ibaka ist auf sich alleine gestellt. Die Celtics produzieren mit diesen zweifachen Ballscreens in dieser Saison und natürlich auch in diesen Playoffs Punkte am Fließband, auch weil sie sehr unberechenbar damit sind. Hier geht Walker über beide Screens, kleine Hesitation und der Korbleger mit der Offhand. Genauso gut kann es aber auch sein, dass er die beiden Screens in der Mitte splittet. Hier startet Smart und Siakam ist spät dran. Er antizipiert, dass Kemba auch den zweiten Screen nutzen wird, macht er aber nicht. Auch Gasol wird auf dem falschen Fuß erwischt, Kemba drivet, kreiert den Kontakt und finisht mit Leichtigkeit. Die Sixers switchten den ersten Ballscreen immer, aber vergleicht mal die Position des Defenders hier mit der Position des Defenders jetzt. Es ist viel leichter für Walker, wenn sein neuer On-Ball-Defender von vornherein schlecht positioniert ist. Seine Vielseitigkeit kommt ihm aber auch zugute, dass er toll zum Korb ziehen kann. Oder wenn man ihm zu viel Platz gibt, wirft er auch ohne zu zögern aus der Midrange. Schaut mal, wie geschickt sie Anunoby hier für einen kleinen Moment einfrieren.
Man faked einen Ballscreen und dann kommt direkt danach noch ein richtiger, Kemba lobt den Ball dann zu Theis. Und diese Plays geben Walker meistens mehrere Optionen. In dieser Szene kann er es alleine machen oder er kickt raus zu Brown oder er findet den Rollman. Man nutzt Walker auch gerne selber zuerst als Screener, um seine Aktion einzuleiten. Hier die kleine Pitch-Action. Walker stellt dann ein Backscreen und die Sixers sind sich nicht ganz einig, ob sie hier switchen sollen. Dann ist es aber zu spät für Harris. Oder in dieser Sequenz. Mir gefällt, wie geduldig Walker hier spielt, genau auf den richtigen Moment für den Lob wartet. Neben Richtungswechseln am Ball nutzt er diese auch abseits davon. Die vielen Screens sorgen nämlich dafür, dass Defender dauerhaft in Bewegung sein müssen und indem man Laufwege antäuscht, abstoppt und die Richtung wechselt, lässt sich das ganz gut bestrafen. Und abschließend, sein Stepback-Jumper hat sich zu einer echten Waffe entwickelt. Hier gegen Horford, schaut mal, wie viel Platz er sich generieren kann. Allgemein ist Walker ein echt starker ISO-Spieler. In dieser Szene bittet er Siakam zum Tanz und dieser kann sich kaum auf den Beinen halten. Also, Kemba Walker spielt den effizientesten Basketball seiner Karriere. Bessere Teamkollegen, Coaching, ein Spielsystem, das seine Stärken fördert, all das sind wichtige Faktoren dabei. Er spielt so im Rhythmus der Offense, muss nichts erzwingen, wird entlastet, genau die Gründe wahrscheinlich, weshalb er überhaupt gewechselt ist. Mal sehen, ob man gegen die Raptors in Spiel 7 gewinnen kann. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.